vor mit Pausen und Trompeten. Dem ersten Teil unserer YouTube-Serie Ess das Fass habe ich mein Exergen, Ginka Steinbeck, The 20th Century Fox Female Voice, The Elements of Writing are the Elements Themselves, wegen Feuer, Wasser, Luft und Erde vorangestellt. Dabei handelt es sich offensichtlich um Elemente der Außenwelt, die mein Schreiben beeinflussen. Dem zweiten Teil unserer YouTube-Serie mit Pausen und Trompeten möchte ich parallel zu den Elementen der Außenwelt im ersten Teil die vier Elemente der Innenwelt vorausstellen. Es handelt sich dabei in erster Stelle um Wasser. Ariston Menhydor sagt Pindar in einer Ode: Wasser ist das Vornehmste. Wir bestehen zu mehr als zwei Dritteln aus H2O und unser Globus zu 72% ebenso. Unser Globus besteht zu zwei Dritteln aus H2O und wir ebenso, 72%. Danach folgen Luft in Lunge und Blutkreislauf mit 12%, Erde in den Verdauungsorganen mit 4% und Feuer in Form von Körpertemperatur und Herzschlagpumpe mit 1%. Nur durch Feuchtigkeit ist es überhaupt möglich, Oxygen in Kohlendioxid umzuwandeln. Und Kohlendioxid ist unser Brenn- und Treibstoff. All diese inneren Elemente möchte ich ehren. Körperbau von außen kann ich hier leider nicht zeigen. Ich habe hier keinen lebendigen Mann im Haus, an dem ich wie das Gedicht so treppenförmig heruntergehen kann, denn es handelt sich um eine Bewegung von oben nach unten. Körperbau kann ich nicht zeigen. Körperbau innen, drei Doppelseiten aus einem Buch von Miller und Pelham Schon. Ich habe jetzt über die inneren Elemente gesprochen und aus diesem Buch möchte ich gerne drei Innereien zeigen. Hier das Auge, welches den Gedichtmann beobachtet. Jetzt kommt der Kopf. Das Gedicht erwähnt nur seine Haare, sie sind grau. Weil dieser Text über den Kopf so auf Englisch so schön ist: You can think of your body as a space capsule, with your head as a command module and your trunks as a service module. Also hier der Kopf mit den grauen Haaren. Und jetzt statt der Wirbelsäule würde ich die Rippen zeigen. Immer noch ein Blatt weiter hier. Rippen und Diaphragma. Es gibt, glaube ich, auch ein Bild mit ausgestreckten Armen. Das müssen wir dann für die Beine nehmen. Ah nein, hier ist schon das Herz. Mein Herz schlägt für Gedichte. Ah ja, hier sind die ausgestreckten Arme. Also es endet ja mit den Beinen. Und statt der Beine kann ich eben nur die zu Fäusten geballten Arme zeigen. Liebe Zuschauerin, jetzt kennt ihr schon das Innere des Mannes, von dem mein Gedicht handelt. Ginka Steinbecks Leib- und Liebesgedicht mit Pausen und Trompeten durch dich und dünn. Jedes graue Haar einzeln. Berühren elektrisiert. Sie pflückt Obst darin, frisch vom Baum. Äpfel, Zwetschen, Birnen. Den Berg ihres Gesichtes birgt sie im Tal seines Halses.
Den Eiffelturm seiner Wirbelsäule reißt sie per Aufzug hinab. Bandscheibe für Bandscheibe. Seine Hüfte Schaufeln eines Raddampfers auf der Spree. Seine Oberschenkel ofenwarme Baguette. Das Brot rund des Hintern wurde vergessen zum Anbeißen. Und seine Kniekehlen sehen aus wie ein Paragraph aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Wie sie sich anfühlen, das steht auf einem anderen Blatt. Seine Waden fischen. Katalanisch Dentuls, Raos, Jampugas, direkt mehr entsprungen, 3 mal 2 an der Zahl. Mit seinen Füßen kann die Liebe anfangen. Das Gedicht endet hier. Die Refluxzonenmassage ist vorüber.